Willkommen bei AI Tipps und Tricks. Ihr wollt anonyme Anrufer blockieren auf eurem Google Pixel 6, weil ihr mich dort immer anonym steht oder unbekannte Rufnummer und ihr wollt schon wissen, wer dahinter steckt. Also einfach alle blockieren, die mit anonymer Rufnummer anrufen. Das geht total einfach mit dem Google Pixel 6 und wie genau, zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß! So, dann schauen wir uns nochmal gemeinsam an, wie wir anonyme Anrufer blockieren können. Also Personen, die euch anrufen, aber ihre Rufnummer nicht zeigen. Das kann total nervig sein. Zum Glück könnt ihr das aber eben auch standardmäßig blockieren. Wir gehen hier einmal auf den Punkt Telefon. Und gehen dann rechts oben auf diese drei Punkte. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum, das liegt daran, weil eben in den Einstellungen von Google eben diese Telefonfunktion anonyme Anrufer eben hier nicht zu finden ist. Das heißt, Google hat das Ganze eben anders gelöst, nämlich löst das direkt hier über das Telefon. Also nochmal Telefon auf die drei Punkte und dann gehen wir hier auf den Punkt Einstellungen. Und dann sehen wir hier zahlreiche Einstellungen, die ihr vornehmen könnt, um eben das Telefon zu konfigurieren, von Bedienungshilfen über Anrufe, Kurzantworten und so weiter. Uns interessiert hier dieser Punkt blockierte Nummern. Und bei diesen blockierten Nummern sehen wir jetzt hier auch schon diesen Punkt unbekannt. Anrufe von nicht identifizierten Anrufern blockieren. Und das schalten wir einfach ein. Was passiert nun in dem Moment, wo die Person eben jetzt anruft oder eine SMS schickt und die Nummer ist nicht da? Dann würde die einfach blockiert werden. Das heißt, die Person kommt gar nicht zu euch durch, es klingelt gar nicht, gar nichts, die wird einfach blockiert und dann ist das Ganze auch soweit fertig und ihr müsst euch in Zukunft eben überhaupt gar keine Person mehr Gedanken darüber machen, die euch irgendwie meinen, ärgern zu müssen oder anonym anzurufen. Wenn ihr das jetzt hier einmal ausschalten möchtet, dann könnt ihr das eben ganz einfach tun, dann ist es eben dementsprechend eben nicht mehr aktiv und ihr könnt das eben so einstellen, wie ihr möchtet. Aber ich finde, anonyme Rufnummern, nee, die brauche ich nicht. Die schalte ich doch jetzt mal, das hier schalte ich doch direkt mal ein, dann werde ich nicht mehr belästigt. Ja, so könnt ihr anonyme Anrufer blockieren auf eurem Google Pixel 6. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert kostenlos den Kanal und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.